Recht herzlich willkommen zur 17. Folge von Simotrans mit dem Pack 128 German. Ja, wir haben letztes Mal geguckt nach dem Stahlzug, sind zu der Erkenntnis gekommen, dass das Stahlwerk mehr Stahl braucht. Wenn das mehr Stahl braucht, dann braucht aber dieses hier auch mehr. Das läuft aber. Und das andere. Hier aus, was fehlt hier? Ja, hier ist zu wenig Kohle, das ist das Problem. Das würde bedeuten, wenn wir mehr Kohle hier hinfördern, könnte es auch sein, dass wir mehr Stahl kriegen. Dann können wir auch einen zweiten Stahlzug machen. Komm, das machen wir mal einfach. Schrottanhänger ist der gleiche. Nehmen wir den. Und Fahrplan ist Schrott. Da sind Tippfehler dran, Stahlwerk fest. Jetzt wüsste ich gerne, welches das ist, aber oder doch Details. Ihnen, die diese Haltestelle anfangen, ist Kohleerz. Was ist denn Kohleerz für eine Linie? Altenau? Nee, das ist die falsche Linie. Neue Linie erstellen. Von dort. Nach dort. Kohlemine 100%. Fertig. Und ich starte den erstmal. Können wir auch da hingehen. Der fährt da jetzt raus. Das ist die Linie 22. Kohle. Stahl. Werk. West. Passt. Ah, wieder daneben geklickt. Richtig klicken bitte, danke. Weiterfahren. So, wie viel liegt denn hier so rum? 154 Tonnen liegen da rum. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der Weg der Kohle dahin ist. Also dieses läuft ja, ne? Produziert, super. Hier liegt genug. Ich glaube, wir müssen erstmal unsere Linien durchforsten. Altena, so, okay, auch schön. Das bedeutet, das ist jetzt die Kohle, Stahl, Werk, West. Die können wir löschen. Die Granulatgeschichte ist gerade am ISO. Aber der steht da und wartet, bis er dran ist, ne? Genau. Kohleerz, fahren drei Züge. So, wo fahren die lang? Von dort nach dort. Das passt. Nach dort. Nehm Eisenerz mit, okay. Nach dort, genau. Das passt ja. Hier ist gar keiner drauf, dann können wir die Linie auch löschen. Die ist jetzt neu. Fährt von da nach da. Das passt.
Das sollte also heißen, es gibt hier auch, welche Linien kommen denn hier an? Das könnte man auch noch gucken, ne? Schrott. Stahlwest. Die müssen wir mal gerade umbenennen, hier die Strecke. So, da kommt der Schrott reingefahren. Und wo kommt der? Er kommt von da. Und was hat der da drauf? Viele Sachen. Eisenerz, Kohle und Schrott. Dann lass den mal weiterfahren. Weil die hapert ja immer vor allem an Kohle, ne? Und die kommen mit einem Zug jetzt extra rein, dann ist das schon okay. Nochmal hier hin. Kohle Süd. Die fahren wunderbar. Maschine, Stahl, Schrott. Fällt gerade Schrott durch die Gegend. Ich glaube, es läuft eigentlich alles. Da haben wir nichts. Hier haben wir einen Bus. Die Linie können wir löschen. Die Linie auch. Weg. Weg. Der verdient gut, ne? Fährt gerade im Schnee da, guck mal. Die sind natürlich alle mit dem Bus unterwegs, wegen dem Schnee, ne? Da passiert nichts. Ganz normal. Stehen auch noch die Sonnenschirme draußen. Genauso wie hier auch. Da gibt es bestimmte Dinge ins Après-Ski-Party. Da oben ist nichts. Und hier ist auch nichts. Also nichts gewachsen, meine ich damit, ne? Läuft aber. Passagiere sind noch da. Gut. Ja, und er fährt da hinten. Wird aber besser hier, ne? Hier ist nichts gewachsen. Döbeln fährt er, glaube ich, auch an. Da ist auch nichts gewachsen. Hält hier natürlich auch an bei dem. Ja. Oh, siehe da. Wieder was gewachsen. Jetzt machen wir das V. Ist aber noch alles abgedeckt. Schön. Hat es also gebracht, was zu bauen, dann wächst auch eine Stadt. Wo ist er denn jetzt? Und er fährt gerade nach Döbeln. Würde ich ja jetzt gerne sehen, was er hier an Passagiere mitnimmt, wo wir hier sind. 15, 14. 10, 23. So, und jetzt wird es erst interessant hier in der Stadt. Oder Dorf, wie man das auch immer nennen will. 23, 13. Okay, das sind beides Passagiere, die zu diesen beiden Haltestellen wollen. Das ist cool. Innerorts. Da sogar 5 noch darüber. Okay, ja, die waren ja schon drinne. 2 zurück oder so. Ne, 3. 8. 9 zum Geflügelhof. 7 dahin. Und 7 wieder durch die Stadt. Aber es sind immer welche drinne und 16 dann nach da hinten. Okay, das wird auch werden, denke ich. Brauerei Markt. Macht Minus. Warum? Das ist bestimmt so, dass die Brauerei kein Bier mehr hat. So sieht's aus.
Ja, das ist das Risiko, was wir da jetzt haben. Das bedeutet eigentlich Linie ändern und auf voll warten, ne? Aber dafür müssen wir noch wieder was ausbauen. Weil die Anlieferung muss auch funktionieren. Ich mach's mal so jetzt. Weil ich glaube, das kriegen wir so auch hin, ne? So. Das sind dann genug Haltebuchten für den Moment. Und dann müssten wir hier die Linie ändern, und zwar Klosterbrauerei 100% laden. Obwohl, lassen wir auf, weil da sehen wir sie dann. Lass mal schneller laufen. So. Was? Sind durchgefahren? Nicht die, nee, jetzt stehen sie. Jetzt kommen die vielleicht auch in den roten Zahlen raus. Ja, definitiv. Die haben das Geld eben verbrannt. Das machen sie jetzt nicht mehr. Jetzt warten sie wieder, das bedeutet aber auch, dass hier was fehlt. Und das ist die Gerste. Haben wir denn noch einen Hof in der Nähe? Nö. Nee, der ist der einzigste. Hä? Der ist der einzigste, der da ist. Würde bedeuten, da müsste noch ein Fahrzeug mehr hin, ne? Weil die sind ja jetzt unterwegs. Gerste. Und Anhänger und Gerste. Das bedeutet, ich glaube, das war der. Und der kriegt den dahinter. Und Brauerei Marke, Getreidebrauerei. Ich glaube, das müsste die Strecke sein. Ja, das sieht so aus, dass das passt. Machen wir eine Kopie von und starten 2. Wunderbar. Der kommt da auch gleich raus. Genauso wie der zweite auch. So, wie viel haben wir hier liegen? 37 Tonnen. Aber immer 37 Tonnen da, oder wie sehe ich das? Ja, wird laufen, sagen wir es mal so. Gut, okay. Aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.